Also die letzte Konferenz ist tatsächlich schon einige Jahre her. Und ich glaube, viele sind sich der Dramatik gar nicht bewusst, weshalb es dringend notwendig ist, sich mit der Frage zu beschäftigen, einer sozialökologischen Transformation, einer Veränderung der Gesellschaft, einer Veränderung zum Beispiel des Wirtschaftens, des Lebens, der Verkehrspolitik, der Stadtplanung und so weiter und so weiter. Ich glaube, viele sind sich nicht darüber im Klaren, welche Folgen Entscheidungen, die wir heute treffen, in diesen Fragen, welche Folgen diese Entscheidungen haben. Insofern kann es nicht eine einfache Fortsetzung geben. Es muss tatsächlich eine Neuausrichtung geben und es braucht vor allen Dingen eine Neubewertung dieser Themen in der Gesamtstrategie der Linken, einschließlich im Übrigen auch Gesamtstrategie der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Was den Erfolg anbetrifft, ja und nein. Es hat tatsächlich auf dem Gipfel in Paris noch Veränderungen am Vertrag gegeben, unter anderem die Definition des Ziels für die Reduktion der Schadstoffe. Also, dass man tatsächlich unter und bei den Gradzielen, dass man tatsächlich unter 2 Grad bleiben will. Nur die Frage ist jetzt, also erstens ist es so gut, dass sehr viele Staaten inzwischen den Vertrag ratifiziert haben. Er kann also sozusagen in Kraft treten. Nur die Frage ist, was passiert jetzt in nationalen Klimaschutzprogrammen? Und da sehen wir das, was die Bundesregierung zum Beispiel vorgelegt hat, trifft bei weitem nicht das, was heute notwendig wäre und was in Paris verabredet worden ist. Das heißt, da ist ein Erfolg erreicht worden, aber der Bedarf einer anderen Form von Umsetzung, einer anderen Ernsthaftigkeit, einer anderen Stringenz in der Gesamtpolitik und die ist gegenwärtig zum Beispiel in Deutschland nicht erkennbar. Da werden wir alle noch hart arbeiten müssen. Also erstmal geht es nicht darum, dass die Linke grüner werden soll, sondern die Linke muss von ihrer gesamten Ausrichtung her einen anderen Blick haben, genau auf die Themen, die angesprochen worden sind. Wie ist es denn mit Wachstum? Folgen wir weiter einer solchen Wachstumslogik? Wie sieht es aus tatsächlich mit dem Umgang mit den herkömmlichen Rohstoffen? Wie betrachten wir zum Beispiel Energiewende? Wie weit gehen wir dort? Was hat soziale Gerechtigkeit eigentlich mit all diesen Themen zu tun? Insofern geht es nicht darum, ökologischer zu werden, sondern geht es darum, den Begriff und die Forderungen, die im Zusammenhang stehen mit sozialer Gerechtigkeit, weiter auszudehnen. Und da müssen wir globaler werden. Ich habe den Eindruck, als ob die Linke in vielen Fragen da das sehr regional, sehr national sieht. Die Probleme, die dranhängen, die Folgen, die dranhängen, aber sie hat noch zu wenig globale Sicht auf diese Themen. So, nehmen wir den Kohleausstieg. Das ist eine zutiefst soziale Frage. Das ist nicht nur eine ökologische Frage, es ist eine zutiefst soziale Frage. Natürlich, es geht um Arbeitsplätze, aber es geht auch um Zukunftsfähigkeit. Und hier ist vieles verschlafen worden in den letzten Jahren. Also langfristig einen solchen Strukturwandel auf den Weg zu bringen, langfristig darüber nachzudenken, wie kann tatsächlich die erneuerbare Energie ausgebaut werden, weiter genutzt werden. Das betrifft viele andere Fragen auch. Wir müssen, wenn es um Ernsthaftigkeit geht, tatsächlich uns diesen Fragen auch zuwenden mit allen Konsequenzen, die das hat. Das tun wir gegenwärtig noch zu wenig, insbesondere dort auch, wo wir Regierungsverantwortung tragen oder wo wir starke Fraktionen in den Parlamenten, in den Landesparlamenten haben. Wir müssen dazu mehr tun und das will die Konferenz leisten.